Yo YouTube, was geht ab, wie der Leprechaun Peter sagen würde. Mein Name ist Maurice, aka Mr. Delta, und ich heiße jetzt kommt zu einem neuen Video. Heute mal ein Dual Commentary und zwar ein Entweder-Oder. Und ich habe heute den Vanity T dabei. Yo YouTube, was geht ab, wie der Leprakranke Peter sagen würde. Mein Name ist Maurice, aka Mr. Delta, und ich heiße herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Duel, entweder oder, mit Vanity. Und ja, stell dich mal vor. Yo Leute, hier ist euer Vanity. Und ja, wie der Delta sagt, wir machen heute ein entweder oder. Und ja, dazu haben wir ein paar Fragen hier. Parat und ja, ich würde mal sagen, ich fange mit der ersten Frage an. Die kommt vom It's Xi. Entweder du fickst ein richtig hässliches Mädchen, die aber einen geilen Körper hat, oder du fickst eine richtig schöne, die fett ist. Maurice, Delta, was sagst du dazu? Ich würde sagen, ich sterbe allein. ja, nee, keine Ahnung, es heißt ja immer lieber fett als hässlich. Ja, aber wie kann ein Mädchen schön sein und fett? Hey, fette Menschen halt können grade auch schöne Gesichter haben. Ja, aber dann ist sie ja gut. Dann ist sie nein, gut, nein, weißt aber was, sie ist nicht weißt schön. Was? Perfekten Körper, Tüte über den Kopf, die Sache ist geregelt. Echt so, du kannst ja auch Doggy-Style nehmen, da siehst du ja nur den Arsch. Am besten noch das Gesicht paar Mal gegen die Wand klatschen, vielleicht bringt's ja was. Ja, genau. Und du kennst ja in GTA, gibt's ja doch diese ganzen Tüten und sowas. So geil, Alter. So geil. Okay. Gut. Jetzt, ich habe hier eine Frage, und zwar die ist von Julian Geisbrot. Und die ist jetzt zwar nicht so krass, aber die wird dich bestimmt treffen. Entweder du darfst nicht mehr trainieren, oder du hast keine Freunde. Oh, fuck. Also, ist halt so, ich trainiere halt, sag ich mal, voll gerne. Also, es macht mir halt voll Bock. Und Freunde, also beim Trainieren habe ich eigentlich meine ganzen Kumpels dabei, also die ich so treffe. Und ja, ist eine Scheißfrage, weil ich beides gerne habe. Aber ich glaube, ich würde mich dann schon für Freunde entscheiden. Was genau würdest du machen? Dasselbe. Data. Was wäre, wenn man sagen würde, ja, hier entweder zocken oder Freunde? Freunde. Freunde auf jeden Fall, gell? Freunde, Jungs, ist das Wichtigste auf der Welt. Ich habe vor kurzem was gesehen, und zwar kein Kontakt zu irgendwelchen Menschen haben, also Freunde etc., ist genauso schädlich, wie wenn man Alkoholiker ist oder 15 Zigaretten am Tag raucht. Merkt es euch, Jungs, merkt es euch. Genau. Okay. Okay. Also, dann zur nächsten Frage vom Leon Neumann, und auch der YouTube Automics hat die gleiche Frage gestellt. Entweder eine Meerjungfrau mit unten Fisch oder eine Meerjungfrau mit oben Fisch ficken. Oh mein Gott, scheiße. Wie soll ich denn die unten ficken, wenn die unten Meerjungfrau ist? Alter, was kommt jemand? Also, wenn du mich mal pauschal nach einer Meinung fragen würdest, oben Fisch. Wenn du jetzt so, wenn du es mit der ficken würdest, stell mal vor, das ist halt wirklich so. Und die ist unten Fisch. Dann kannst du oben mit der rummachen. Und was ist, wenn sie unten Fisch, was, wenn sie oben Fisch ist? Scheiße! Oh Gott! Scheiß drauf, einfach einen Kartoffelsack drüber ziehen und ein Mensch! Alter, ohne Witz! Hat die irgendwie Kiemen oder so? Die Wasser! Ich vögel die doch nicht im Wasser! Oh Mann, okay, hau mal mit der nächsten Frage weiter, Alter! Mein Hals tut weh vor Lachen! Okay, gut. So, jetzt kommt eine richtig abartige Frage von Khan Luca. Entweder 10 Minuten lang das Arschloch von einem Pferd mit Zunge sauber lecken oder einen ungewaschenen Obdachlosen den Sack 5 Minuten in den Mund nehmen. What the fuck? Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Alter, ohne Witz, ich finde beides einfach so pervers und hässlich. Scheiße. Das ist, Alter, Junge, was ist los mit dir? Was würdest du jetzt entscheiden? Spontan.
Alter, das Pferd würde dich zerstören. Digga, das Pferd zerstört dich auch mit dem 20 cm. Nicht mal 20 cm sind 50 oder so was dick. Alter, ohne Witz, ich finde die Frage einfach so krank. Maurice, sag mal, für was würdest du dich entscheiden? Boah. Also, ohne Scheiß, ich würde den Obdachlosen nehmen. Egal wie dreckig der ist, dreckiger als ein Pferdearschloch kann er nicht sein. Alter, ich bin gerade kurz beim Kotzen, Alter. Weil bedenk mal, Pferde wischen sich nicht den Arsch ab. Und jetzt überleg mal, was die großen Haufen da rauskommen. Ey, Digga, Obdachlose wischen sich auch nicht den Arsch ab. Ja, aber du musst und ja den Sack von dem Typ. Das ist egal, den wascht er wahrscheinlich auch nicht, Mann. Der so, ja, Mann, einmal Sack waschen, dann ist Weihnachten. Oh Gott. Scheiße. Also, meiner Meinung nach, ich würde den Obdachlosen nehmen. Wirklich? Ja. Oh Mann. Wobei, wer weiß, was sich da für Parasiten in dem seinen Sack sammeln. Alter, ohne Witz. So, wir brauchen eine Antwort, Herr Vanity. Also, wie eine Antwort, jetzt gerade gesagt, ja, ich würde auch das gleiche machen wie du. Gut. Oh Scheiße, ich hab so Bauchschmerzen. Dann sag das so. Du gehst mir auf den Sack. Oh, shit, mein Bauch. Okay. Dann. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage von Fritz Hülsemeier. Nie wieder zocken oder nie wieder Sex? Nie wieder zocken. Delta. Nie wieder zocken? Ganz einfach. Warum? Das muss eine eindeutige Erklärung. Warum? Ich meine. Hab ich gesagt? Ich halt auf ihr. Bidimts. Ja, ganz ehrlich, ich würde auch das gleich nehmen. Ich meine, zocken. Das irgendwann wirst du alt. Eh so. Ja, irgendwann wirst du alt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird unsere Generation voll cool werden, weil wir wahrscheinlich auch noch mit Sexy zocken werden. Ist so voll die Swaggy-Baggy-Kerl. Ja, Mann, mit den ganzen Kalifas und so. Black Kalifa. Black Kalifa. Rick. Beeps. Risk. Wie du das betont hast. Beeps. Maurice Beeps, was sagst du dazu? Ja, ich weiß ja nicht, Kevin Kalifa. Ich entscheid mich genau gleich. Ich würde auch Sex nehmen, weil zocken ist halt so, da regst du dich auf. Beeps. Das war Sex nicht so der Fall. Doch, wenn du zu früh kommst, dann regst du dich auf. Dann regt sich wahrscheinlich deine Partnerin auf. Alles klar, Beeps. Okay. Das müssen wir jetzt immer Beeps so einbauen, wenn böse Wörter kommen. Beeps. Beeps. Alles klar. Okay. Gut. Dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Also. Entweder. Du musst einmal mit deinen Eltern Sex haben. Mit beiden. Oh Gott. Oder du musst jedes Mal zuschauen. Die Frage ist von Philipp nicht Beeps. Illuminati confirmed, Alter. Illuminati confirmed? Ja, der Terminator! Ja. Terminator, come on! Okay. Ich weiß damit die Frage nicht mehr. Also warte, entweder du musst einmal mit deinen Eltern Sex haben, mit beiden, oder du musst jedes Mal zuschauen. Oh Gott. Das wäre praktisch, Alter, wenn die Eltern lesbisch wären. Heißt es dann jeden Tag oder was? Ja. Oh Gott. Oh, ohne Witz, das ist so eine Frage, das kannst du gar nicht beantworten. Von deinem Daddy in den Arsch wecken lassen ist doch bestimmt nice. Der kann bestimmt stoßen wie ein Großer. Stoßen wie ein Großen. Bestimmt auch so ein Lied. Stoßen mit dem Großen. Alter. Ohne Witz, das zerreißt mich gerade innerlich, Alter. Ich hab grad richtig Paranoia und hab grad Kopfkino des Todes, Mann. Ich glaube, ich kann heute gar nicht mehr schlafen. Dankeschön, Philipp, nicht Liebs. Oh Gott. Mann, ich kann mich nicht entscheiden, Alter. Das ist ja beides grauenvoll. Das ist beides. Ich hab Tränen, genau. Das ist so wundervoll. Beides so schlimm. Das ist beides so schlimm. Entweder du musst mitmachen oder du musst dein Leben lang zuschauen. Das Beste ist ja, du wirst dann noch von deinem Vater in den Arsch gefickt. Oh, du musst gucken, wie dein Vater deine Mama in den Arsch fickt.
Alter, ganz ehrlich, ich das vergisst du niemals. Ich würde, ich würde einmal mitmachen, da würde ich meinen Vater in den Arsch ficken und sagen, hey, nur der gefickte ist schwul. Loch ist Loch. Dein Ernst? Glory Hole. Also die Frage hat sich jetzt für mich erledigt. Oh shit. Hast du noch eine Frage? Also, warte mal, ich suche mir noch mal kurz eine aus. Mal schauen. Oh, bum, 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 bum. Eine Frage sollten wir noch packen. Oh, übrigens habt ihr heute die Sonnenfinsternis mitgekriegt. Sehr geil. Ja. War schön hell. Oh. Oh mein Gott. Oh, ich suche gerade noch eine Frage. Da, warte mal. Ich habe vorhin eine gefunden, die war richtig geil. Wir cutten einfach an der Stelle dann und wenn wir sie haben, Hammelack Selbstmord. Also bis gleich, Hammelack! Leider ist die Audiospur irgendwie beschädigt, daher springen wir gleich zum Ende und ja. Genau, also Vanity's Channel ist auf jeden Fall in der Beschreibung, also falls ihr einen krassen Sniper sucht, sorry Bro, aber Pamage ist krasser. Geht auf jeden Fall mal auf seinen Channel. Richtig krass der Typ und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Und ja, haut rein. Nicht wortwörtlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao, Leute. Euer Fantity.